Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde, und willkommen hier in Brieselang oder in der Nähe von Brieselang. Das liegt in Havelland. Ich war gestern mit meiner Frau schon hier und wir hatten eine kleine Wanderung oder Spaziergang von rund 2,5-3 Kilometer gemacht um einen wunderschönen kleinen See hier rum. Allerdings hatte ich da keine Kamera bei. Ja, und weil es mir so gefallen hat, bin ich jetzt wieder hier. Ich habe was zu essen bei, werde mir was braten nachher, habe eine Hängematte bei, werde ein bisschen relaxen, ein bisschen baden. Ja, und wenn ihr Lust habt, seid da eingeladen mitzukommen. Auf geht's! Nach rund 200 Meter habe ich den See übrigens schon erreicht gehabt, also 200 Meter vom Auto entfernt. Und an der ersten Badestelle wollte ich gerade filmen, da kam jetzt eine mit drei Hunden, die da baden lässt und alles, hat sie da hingelegt, habe ich die Kamera natürlich wieder ausgemacht. Gestern waren wir übrigens um den ganzen See herum, also nicht um ganzen, Hälfte rum ungefähr, danach kommt man mit dem Auto nicht mehr durch, standen hier Autos. Aber um hier mit dem Auto raufzukommen, muss man vorne so eine Schranke aufmachen, die aufgebrochen wurde. Also die war einwandfrei mal verschlossen. Sieht so eigentlich noch recht neu aus. Also nicht was Prähistorisches, sondern mit anderen Worten, man soll hier nicht mit Auto rauf. Na, da habe ich es natürlich auch nicht gemacht. Dann laufe ich lieber. Jetzt haben wir eine neue Stelle entdeckt. Sehr schön hier. Ich zeige es euch mal. Und so eine schöne Badebuchten kommen hier wirklich Dutzende. Allerdings, habe ich schon in meinen Short gesagt, alle haben so eine primitiv gemachte Feuerstelle. Also wenn einer mal eine richtige Feuerstelle baut, mit Steine drum und die bleibt. Aber überall, da wieder, ja da, also hier sind schon drei schwarze, verbrannte Flecken und jede Menge Müll. Darüber hatte ich übrigens gestern einen Short gemacht, ich habe mich über den Müll hier aufgeregt. Aber hier ist wieder eine wunderschöne Stelle, wo man ans Wasser kommt. Mal davon abgesehen, dass es hier gestern recht voll war, also für meine Verhältnisse, sagen wir mal so, weil ich mag das einfach nicht, wenn so viele Leute da sind, obwohl ich ja selber auch da bin. Aber wie gesagt, davon mal abgesehen, ist hier eine verdammt idyllische Gegend. Schaut euch das doch mal an. Ist doch einfach traumhaft. Auch die Wege, alles Waldwege, also natürlich kein Asphalt, kein nichts. Einziger Nachteil hier ist, man hört ein ganz leichtes Rauschen von der Autobahn, die ist in der Nähe. Also dass die einzelnen Tage so unterschiedlich sein können. Ich war gestern ja mit meiner Frau hier, da war das Wetter fast genauso. Und sie hat noch zu mir gesagt, mir war das ja nicht aufgefallen, ja, ist ja nicht eine einzige Mücke hier. Wir hatten nichts. Also wir waren rund 2 Stunden hier, weil wir auch ein bisschen geguckt haben und 0 Mücken. Und jetzt, ich habe mir in einer Viertelstunde vielleicht schon 20 Stiche eingefangen. Also auch gestern waren wir vormittags hier, selbe Wetter ungefähr oder gleicher. Dass die Tage so unterschiedlich sind, ist schon komisch. Ich glaube, hier werde ich jetzt erstmal bleiben und einen Kaffee trinken. Schön hier. Bis auf das, aber ich reg mich jetzt nicht auf. Ich reg mich nicht über die zerschlagenen Flaschen hier auf. Ich reg mich nicht auf darüber, dass hier ein 5 Meter langer Baumstamm angekokelt wurde. Wenn er wirklich gebrannt hätte, wer weiß, was passiert wäre. Nein, da sage ich diesmal nicht zu. Prost! Das Schlimme, wenn man mit Holz kocht, ist wirklich der Ruß. Der Topf sieht aus, oder besser gesagt der Kessel. Und die Finger auch.
aber was soll's. So, weiter geht's. Und bevor ihr jetzt in die Kommentare schreibt, mit dem Hut siehst du aus wie ein alter Opa, der als Tourist unterwegs ist. Ja, erstens, ich bin hier mehr oder weniger als Tourist. Zweitens bin ich ein alter Opa. Ja, und drittens, ich hatte ja vor 2 Jahren ein bisschen Hautkrebs. Also man sollte auf sowas wirklich ein bisschen achten. Aber ich will eine schöne Stelle. Darum hatte ich mir auch den schwarzen Hut zugelegt mal. Besser auch den dann geschenkt bekommen sogar. Aber der ist bei so einem Wetter einfach zu warm. Schauen wir uns die Stelle hier nochmal an. Also ich werde jetzt nicht bei jeder Badestelle, wo man runterkommt, jetzt filmen. Das wird einfach zu viel. Aber ich will damit nur sagen, auch wenn man auf einen Sonntag oder so hier unterwegs ist und es ist etwas voller, man findet immer noch ein Ruheplätzchen. Sehr schön hier. Da schwimmen ein paar Fische. Ein paar ziemlich große Fische. Felgen werden bestimmt auch noch mal ins Wasser gehen. Aber jetzt habe ich gerade mal 1 Kilometer geschafft, also geht es mal ein bisschen weiter. Hier hat sich einer oder welche oder wie auch immer einen kleinen Steg gebaut, ich hätte zum Angeln, aus alten Paletten. Den hatte ich gestern schon entdeckt, ich bin raufgegangen, aber ein Wunder, dass ich nicht eingebrochen bin. Aber ich versuche es nochmal. Oh, und hier unten sind wieder Riesenfische. Jetzt tauchen wir mal ab. Die großen Fische sind natürlich alle abgehauen, wie ich auf dem Steg aufgegangen bin. Da habe ich nur noch einen Schatten gesehen. Aber es waren noch ein paar kleine da. Mal sehen, ob auf der Kamera was drauf ist. Also Fische habe ich hier sehr viele schon gesehen. So, jetzt bin ich etwas über halb rum. Jetzt suche ich mir ein schönes Plätzchen, wo ich dann erstmal 1-2 Stündchen bleibe. So, Freunde, in die Pfanne vor mir brustelt jetzt ein schönes Steak. Die Hängematte habe ich auch schon aufgehangen. Dann mache ich jetzt Mittag. Obwohl es eigentlich noch viel zu früh ist, aber ich habe einfach Lust darauf. Dann mache ich eine kleine Stunde Mittagsschlaf und dann mache ich ja schon wieder auf den Nachhauseweg. So, ich drehe das Steak erstmal um. Oh, riecht das cool, ey. Mal ein bisschen Holz nachlegen. Als Holz habe ich mitgenommen, das ist noch zu Hause. Ein altes Bohrbrett und sowas.
Nicht, dass ich hier nichts finde, aber ich habe noch so viel Zeug zu Hause gehabt, dass ich auf dem Balkon Feuerbeule übt habe. Die muss ja auch mal weg. Perfekt. Kaffeewasser habe ich auch noch mal aufgesetzt. Dann mache ich sie erstmal in Ruhe Mittag. Bis später. So, Freunde, ich werde jetzt meinen Kaffee trinken und danach versuche ich zumindest eine Stunde zu schlafen. Ich habe noch Zeit bis nachmittags und es ist noch recht früh. Dann bis später. Also, Mittagsschlaf ist einfach nicht mein Ding. Ich habe zwar jetzt eine halbe, dreiviertel Stunde gedöst, aber wer ist nicht drin? Jetzt habe ich wieder eingepackt alles, mein Müll selbstverständlich auch. Und wer sich jetzt fragt, warum ich wegen zwei kleinen Müllstückchen, die ich bei habe, so eine große Tüte bei habe, das bleibt natürlich nicht dabei. Ich räume den Platz hier total auf. Ich habe nicht mehr weit bis zum Auto, darum mache ich es jetzt auch erst zum Schluss. Und habe ich wenigstens ein bisschen weit weggeräumt von dem Dreck hier. Sogar im Wasser liegt hier Müll. Ungefähr 2-3 Meter vom Ufer entfernt habe ich einen Einweggrill leuchten sehen. Den holen wir uns erstmal raus. Man soll die Glut zwar löschen, aber bitte nicht so. Ich bin ja immer nicht nur über die Müllmenge erstaunt, sondern auch über das, was man da findet. Bei manchen Dingen fragt man sich, warum schleppen die Leute sowas in die Natur raus? Aber egal, ich habe meine Tüte jetzt voll. Mehr kann ich jetzt nicht mitnehmen. Dann bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen. Und falls ihr noch nicht habt, würde ich mich natürlich über ein Abo, ein Like und einen Kommentar und dergleichen freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.